Heute ist der große Tag, Freunde. Heute um 22 Uhr findet das Live-Event Operation Himmelsfeuer statt. Ich werde auch in den nächsten paar Stunden, wenn ihr das Video seht, ich glaube mal um 20 Uhr werde ich live streamen und das Event mit euch anschauen. Aber es gibt einige Neuigkeiten, bevor das Ganze beginnt. Ich wollte euch nochmal hier Bescheid geben, bevor das ganze Event startet und vor allem, was überhaupt in den nächsten Stunden noch passieren wird, bevor das Event beginnt. Aber im Itemshop ist auch etwas Besonderes, und zwar ist ein neuer Skin am Start. Der Elite-Eindringling, Freunde, er kostet 1500 V-Bucks und tatsächlich ist auf seiner Rüstung, oder sind auf seiner Rüstung, Kevin-Runen. Ich denke mal, das hat ein bisschen was mit dem Live-Event zu tun, ansonsten ist hier nichts Besonderes. Das ist der letzte Item-Shop, bevor die nächste Season beginnt. Marvel-Sachen sind immer noch hier, J. Balvin, Mecha Morty und die ganzen anderen Pakete sind immer noch hier. 1500 V-Bucks, Freunde, finde ich sehr teuer, weil er auch keinen Backbling hat. Aber Fortnite hat zu diesem Skin gepostet, dass er tatsächlich nach Operation Himmelsfeuer den Itemshop verlassen wird. Ob das jetzt bedeutet, dass er nachdem er den Itemshop verlassen hat, nie wieder zurückkommt, kann ich nicht sagen. Aber was wir definitiv wissen, wenn das Event heute stattfindet, ist dieser Elite-Eindringling-Skin weg. Mal gucken, ob er zeitlich exklusiv ist, Freunde. Ich werde euch natürlich so schnell wie es geht informieren. Deswegen kommt auch zum Livestream, um die aktuellsten Neuigkeiten nicht zu verpassen. Und wenn ihr mich supporten möchtet, vor allem auch, wenn ihr euch den nächsten Battle Pass gönnen möchtet, dann vergisst nicht im Item Shop meinen Creator Code LightSky10 einzutragen. Danke für den Support. Und als nächstes würde ich sagen, machen wir weiter mit dem letzten und finalen Teaser zu diesem Event. Es gibt noch natürlich andere Leaks, aber dazu kommen wir später nochmal. Donald Mustard hat sein Banner heute Nacht zweimal aktualisiert. Er hat das Bild in zwei unterschiedlichen Varianten genommen. Und zwar blende ich euch das Bild einmal ein. Wir sehen tatsächlich den instabilen Nullpunkt mal wieder, aber diesmal im Nichts. Also er ist irgendwie in einer anderen Galaxie im Weltraum, also irgendwo im Universum. Und das Bild ist einfach nur krass. Er hat schon dieses Bild damals in Kapitel 2 Saison 5 genommen, also vor zwei Seasons, das aber schnell wieder runtergenommen. Und diesmal ist das Bild ein wenig rausgezoomt und er hat auch eine zweite Variante von diesem Bild genommen, die er aktuell hat. Das blende ich euch einmal ein. Und wir sehen auch noch Brocken, die rumfliegen. Vielleicht ist das die Insel, vielleicht ist das das Mutterschiff, keine Ahnung. Und wenn man diese zwei Bilder zusammenfügt oder verbindet, kommt ein X und ein größeres Bild raus. Man sieht quasi, dass sie übereinstimmen und sich verbinden. Also man sieht das einfach nur, dass vor allem in der Nähe vom Nullpunkt so ein Ring ist. Erinnert mich an den Asteroidenring vom Saturn, mehr oder weniger. Aber ansonsten, das war's mit dem Banner. Dann hat er natürlich auch noch eine neue Location, also einen neuen Standort. Und diese lautet, warte, diese Realität ist einzigartig. Ob das der I.O. sagt oder ob es die Aliens sagen, werden wir, denke ich mal, noch herausfinden. Oder ob wir das erst später erfahren, was hinter diesem Satz steht oder was dieser Satz bedeuten soll. Keine Ahnung, aber das war der finale Teaser zu unserem Live-Event. Dann gibt es noch zwei Leaks, Freunde, und zwar Epic arbeitet an einigen neuen News-Tab-Designs oder Anpassungen. Das sind diese kleinen Ausschnitte von den ganzen aktuellen Sachen, die in Fortnite passieren. Und zwar einmal haben wir Events, Kreativmodus, Entdeckung, Battle Pass, LTM, Webseite, Einstellungen, Herausforderungen, neuer Gegenstand, kleine Neuigkeiten, progressiven Gegenstand einfordern und Erinnerung. Mal gucken, wann die rauskommen werden. Ich finde es gut, dass sie hier diesen News-Tab ein bisschen mehr verändern, weil ich das Design aktuell sowieso mega cool finde. Und dann haben wir noch einen Leak bezüglich der nächsten oder übernächsten Season. Und zwar soll in der nächsten oder übernächsten Season es einen neuen Weg geben, Belohnungen oder Währungen wie die Alien-Artefakte auf der Karte zu sammeln. Denn Epic Games hat eine neue saisonale Gegenstandanzeige getestet, dessen Symbol auf der Karte auftauchen wird, wenn man in der Nähe ist und das einsammeln muss oder einsammeln soll. Ich bin mal gespannt, weil sowieso Fortbytes waren zum Beispiel mega cool. Die Goldbarren sind cool, Alien-Artefakte waren jetzt nicht so spannend, aber damit könnt ihr halt sicher gehen, dass wir sowas bald in Zukunft bekommen könnten. Auf eines der sozialen Plattformen, also auf Instagram oder TikTok, wurde ein neues Video geleakt. Man sieht einfach nur den allerersten Teaser zu diesem Operation Himmelsfeuer-Event. Nichts Besonderes, darüber haben wir schon geredet. Aber diesmal haben wir Musik. Ich denke mal, dass entweder ein kleiner Ausschnitt aus einem zukünftigen Musikpaket, dem Live-Event oder dem nächsten oder eines der nächsten Trailer. Dennoch blende ich es mal ein, damit ihr euch selber mal das anhören könnt. Ja, das war's, Freunde. Wie gesagt, um 22 Uhr findet das Event statt und in den nächsten paar Stunden werden halt einige Modi deaktiviert.
Zum Beispiel ist jetzt schon der Kreativmodus, das Kampflaumer und Party Royale deaktiviert. Die sind jetzt nicht mehr verfügbar. Ab 20 Uhr sind Custom Games nicht mehr möglich. Also man kann keinen Code mehr eingeben, um dann private Runden zu spielen. Rette die Welt und Arena Modi werden ab 21 Uhr deaktiviert. Und alles andere wird um 21.25 Uhr deaktiviert. Der Modus zum Event wird dann um 21.30 Uhr oder 21.25 Uhr ebenfalls rauskommen, damit ihr da in die Runde reingehen könnt für das Live-Event. Freunde, vor euch lauert die Gefahr, aber es gibt kein Zurück mehr. Macht euch bereit, das Mutterschiff zu infiltrieren. Operation Himmelsfeuer startet am 12. September um 22 Uhr. Heute ist der große Tag. Bis später und ciao.